Ja, zum heutigen Video. Wir zeigen euch heute, wie wir aus einer alten Palette für den Reitplatz zum Abziehen das alte Holz umfunktioniert haben, sagen wir so. Um eben es dann an Chili anzuhängen und dann eben, wie vorher schon erwähnt, den Reitplatz abzuziehen. Das hat uns schon ein paar Mal sehr gut geholfen. Und ja, alles Weitere seht ihr dann im Video. Hier haben wir schon vor circa 2 Jahren angefangen, in eine alte Palette Schrauben hineinzudrehen. Gerade hinten. Das schimpft der Hund wieder. Grüße gehen raus. Wir haben die ca. 2 cm herausstehen lassen, damit die Schraubenköpfe eine Art Rechen bilden. So, meine Freunde, gibt's nicht, das ist voll das Scheißkreuz. Bei dieser Arbeit kann man sich gut austoben, denn es können einfach nicht genug Schrauben sein. Anschließend haben wir einen Holzrundling mit Gurtbändern ganz professionell befestigt. Zum Ziehen verwenden wir immer das Shearing-Set vom Krämer. Das passt Chili ganz gut. Jetzt werden die nächsten Gurtbänder ausgemessen und mit Karabiner eingehängt. Das ist der erste Versuch. Chili hat ja schon öfters was gezogen und macht sowas in aller Ruhe. Das Ziehen sollte man natürlich vorher schon geübt haben. Wir wären ja nicht das super Ankers-Pferdeteam, wenn nicht auch sowas passiert. Die Futterschüssel soll eigentlich nicht mitgeschliffen werden und auch die Kacke möchten wir nicht im Sand verteilen. Nach dem ersten Probelauf haben wir gemerkt, dass wir viel zu wenig Schrauben hineingedreht haben. Deshalb sind dann noch einige dazugekommen. Mit mehr Schrauben hat das Abziehen schon gut geklappt. Je nach Härte vom Sand kann man dann noch extra Gewicht auf die Palette backen, um tiefer in den Sand hineinzukommen. Aber soweit passt das jetzt für uns. Letzten Sommer haben wir wieder einen neuen Reitplatzsand bekommen. Zuerst werden bei uns immer die Ränder von Unkraut befreit und alles sauber gemacht. Diesmal ist der Sandmann mit dem Traktor über den Reitplatz gefahren und hat den Sand während der Fahrt hinuntergekippt und so schon super verteilt. Mit dem Abziehgerät ist es dann besonders gut gegangen, den Sand gleichmäßig zu verteilen. Chili macht das auch sehr super. Natürlich ist das kein professionelles Teil, aber für uns passt das perfekt, weil wir es ohnehin nicht oft brauchen. Wir sind auch wieder total zufrieden mit dem Sand. Wir nehmen immer einen 0,2 gewaschenen, der wird auch bei Trockenheit nicht fest. Dieser Sand ist eigentlich bei jedem Wetter top und außerdem laufen die Pferde so leise drüber. Nur im Sommer bei tagelanger Hitze wird es sehr staubig. Deshalb ist schon eine Reitplatzbewässerung in Planung. Da kommt sicher auch ein Video dazu. Schreibt uns gern eure Ideen zu einem Abziehgerät in die Kommentare. Oder falls ihr schon einmal eine Bewässerung selbst gemacht habt, bitte her mit euren Erfahrungen. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen!